Einen wunderschönen guten Tag an alle Szenaristinnen und Szenaristen da draußen. Willkommen zu den kommenden Kinofilmen im Februar 2019. Tschakka! Fangen wir direkt mal an. Am 7. Februar kommen gleich zwei Filme raus. Der erste ist Holmes und Watson. Oh my fucking God. Ich kann über diese Form von Humor einfach nicht mehr lachen. Das ist nicht witzig. Das ist nur noch dumm. Und ich habe schon eine Humorspanne von Dachboden bis Fußboden. Aber das ist einfach zu blöd. Der Trailer alleine wartet schon mit so abgrundtief schlechten Gags auf. Die sind so vorhersehbar, dass man sich eigentlich die Frage stellen muss, und die Frage muss erlaubt sein, ob es sich bei Holmes und Watson nicht in Wirklichkeit um Stiefbrüder 3 handelt. Denn das glaube ich viel, viel eher. Das würde auch eher zu Farrell und Riley passen. In Holmes und Watson geht es um Sherlock Holmes und Dr. Watson, jeweils gespielt von Will Ferrell und John C. Reilly, die sich in einem intellektuellen Machtkampf mit Professor James Moriarty, dem Erzfeind von Sherlock Holmes, begeben, um Königin Victoria zu retten. Denn ihr Leben ist in Gefahr. Das ist blöd. Donald Trump wird diesen Film sicherlich zum Schießen finden und sich dafür einsetzen, dass er bei den Oscars nächstes Jahr wahrscheinlich alle Preise bekommt. Bester Film, bester Hauptdarsteller, alles hier, kommen. Nimm das, nimm das, nimm das. Aber zum Glück erscheint am 7. Februar 2019 nicht nur dieser Streifen, nein, sondern auch der Streifen hier. The Lego Movie 2. Die bösen Duplo-Invasoren zerstören die Lego-Welt schneller, als die Meisterbauer sie wieder reparieren können. Dann wird aber auch noch Lucy, die charismatische Freundin des aus Teil 1 bekannten und beliebten und in Teil 2 wiederkehrenden Titelhelden Emmett, nebenbei ist sie übrigens auch noch die Ex-Freundin von Batman, ich bin Batman, von den Duplos entführt. Rettung naht, holde Maid, aber vorher noch ein Kaffee. Gefällt mir. Am 14. Februar folgt dann Alita Battle Angel. Mangas, Animes, diesen Stoff jedenfalls zu verfilmen, kommt immer gut an, denn der asiatische Markt ist ein enormer Absatzmarkt natürlich für solche Produkte. Aber auch in unseren Breitengraden kommen solche Verfilmungen immer besser an. Auch wenn ich sagen muss, dass die Realfilmverfilmung von Dragon Ball echt eine Schande war. Mit Alita Battle Angel schnappt sich jetzt aber niemand Geringeres als Robert Rodriguez die Rechte an dem neunbändigen Manga-Stoff und möchte ihn umsetzen. Und das, was der Trailer bereits gezeigt hat, das gefällt mir persönlich schon sehr, sehr gut. Und dass Christoph Waltz als sprichwörtlicher Ziehvater von Alita und Dr. Duesnidoe mit am Start ist, ist einfach nur epic. Duesson oder Dyson? Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Ich habe die Mangas zwar ab und zu gelesen, aber die Animes dazu nie wirklich geguckt. Deswegen keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Neben Alita Battle Angel kommt am 14. aber noch ein Film raus und auf den freue ich mich ganz, ganz doll. Nämlich Happy Death Day to You. Ich habe Teil 1 schon abgefeiert, ich freue mich jetzt schon auf Teil 2. Ganz klare Sache. Ja, da bin ich ein bisschen voreingenommen, aber für die Kritik nehme ich mich dann wieder zurück und versuche sie vorurteilsfrei zu halten. Aber Teil 1, epic, braucht man gar nichts anderes zu sagen. Ich fand das witzig. Jessica Roth kehrt in ihrer Paraderolle als Tree, eine Studentin, zurück, die im ersten Teil quasi am Morgen in einer Studentenbude von Carter Davis aufgewacht ist, total verkatert und hinüber. Nur um am Ende des Tages irgendwo auf dem Campusgelände auf irgendeine bekloppte Art und Weise ins Gras zu beißen. Cool. Edge of Tomorrow in lustig und Thriller-mäßig. Ich fand's witzig. In erster Linie. In Teil 1 soll es dann aber eher darum gehen, die Frage zu klären, wie Tree eigentlich in diese Zeitschleife gekommen ist und soll nebenbei dann auch noch so ein Zurück-in-die-Zukunft-Flair haben. Man darf gespannt sein. Regie führt, wie auch schon beim ersten Teil, niemand anderes als Christopher Landon. Und wenn der seinem Stil diesbezüglich treu bleibt, dann kann Happy Death Day to You eigentlich nur geil werden. Last but not least kommt auch noch im Februar Escape Room. Dieser Escape Room Film hat allerdings nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Film Escape Room, das Spiel geht weiter, aus dem Jahr 2017 zu tun. Völlig unabhängige Stories. Auch wenn witzigerweise sich der Plot so liest, als wäre es ein 1:1 Remake. 6 völlig unterschiedliche, sich auch völlig fremde Personen
das ist der einzige Unterschied eigentlich bis hierhin zur 2017er Version. Da waren 6 Freunde, aber egal. 6 völlig unterschiedliche Personen finden sich in einem Escape Room wieder, weil da die große Knete auf denjenigen wartet, der als erstes aus diesem Escape Room rauskommt. Blöd ist allerdings nur, dass aus dem Escape Room zu entkommen denkbar schwierig ist, weil aus Spiel ganz schnell Realität wird und durch platzierte Fallen letzten Endes ein Kampf um Leben und Tod heraufbeschworen wird. Hooray! Das klingt irgendwie so ein bisschen wie Saw trifft auf Cabin in the Woods. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Der Trailer sieht schon witzig aus. So, liebe Leute, das sind die Kinoverfilmungen, die im Februar 2019 auf jeden Fall erscheinen werden. Sind da einige dabei, die euch auch zuträglich sind, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch an diesen Filmen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, reizt. Fehlen euch Filme, dann schreibt mir die Filmtitel doch mal in die Kommentare und ich werfe mal einen Blick drauf, ob da vielleicht auch was für mich dabei ist. Man weiß es ja nicht. ja, ist ja wirklich so. Vielleicht habe ich einfach irgendwas nicht mitbekommen. Oder es ist irgendein Arthouse-Film irgendwie, der in einem Programmkino läuft, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber was weiß ich. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Vergesst bitte nicht zu abonnieren. Das wäre echt klasse. Hier sind überall dann auch noch irgendwo, ich weiß nicht wo, aber irgendwo die Social-Media-Kanäle auch noch verlinkt. Findet ihr sonst auch unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dementsprechend melde ich mich an dieser Stelle jetzt ab. Ciao, muchachos. Und Muchikas, ich kann kein Spanisch. Egal, macht's gut, Leute, und nicht vergessen, Filme sind einfach geil.